Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Okami, der HD-Steam-Version. Ja, gut, wir sind immer noch auf den... Wo sind wir nochmal? Gib mir mal Map. Auf den Shinshu-Feldern. Ja. Hanatal haben wir abgeschlossen. Jetzt können wir uns auf den Shinshu-Feldern umsehen. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns erst einmal hier ein bisschen um. Also gerade der Kringel, der am nächsten zu uns ist, dann der Kringel ganz im Süden. Die beiden Kringel am Holztor ignorieren wir mal und gehen dann auf die andere Seite. Und so weiter. Jo. Dann mal raus hier. Erstmal haben wir allerdings hier drüben das Tor hier, durch das ich durchgehen will. Wie auch immer das genau funktionieren soll. Du stirb. So, du stirb auch mal. Oh, neuer Spawn. So. Kommt noch mehr? Wow, wir haben sogar den den Kirschblütenbonus gekriegt. Und eine Schatztruhe dafür, dass wir das geschafft haben. Hey. Das ist es also. Diese Dinger sind Zugänge zu Monsterhöhlen. Ich habe von solchen Toren schon mal gehört. Sie werden Teufelstore genannt. Diese Monster haben ganz schön Bums, solche Dinger hier zu bauen. Lass uns zerstören, wo immer wir sie finden. Jo. Und wir kriegen Vergeltung. Papier mit heiliger Darstellung, die zeitweise Angriffe ab. Ah. Oh, es wird dunkel. Das können wir doch gut nutzen. Indem wir die Augen offen halten. Ja, ich lasse mal die Kämpfe gerade Kämpfe sein und nutze einfach mal die Dunkelheit, um Schätze zu finden. Oh, die Pferde hier schlafen. Zum Dojo. Oh, ein Dojo. Samen. Na komm, dann machen wir den Kampf hier mal. So. War's das schon mit denen? Ja. Sehr schön. So, dann füttern wir gleich mal die Pferde. Die wollen garantiert Grünfutter. Ja. Ich finde das immer lustig, wie Amaterasu da steht und den Tieren beim Fressen zuguckt. So wirklich nach dem Motto, ich bin deine Mutter, hier, damit du nicht verhungerst. Aber wie gesagt, das gibt uns Glückspunkte und damit können wir unsere Stats verbessern. Zum Beispiel bei unserem Geldbeutel, weil ich nicht weiß, wie viel Geld wir da maximal reinstopfen können. Es gibt auch garantiert ein Maximum für solche Sachen. Oh, 8 Punkte, sehr gut. Und wir haben neue Einträge garantiert. Ja, neues Tier in der Tierliste. Diese Tiere rennen wie der Wind und fressen Grünfutter. Jo, Pferde. Äh,
Achso, ich muss erst das zumachen, dann kann ich hier zurück. Gut. Da hinten sieht man eine verfluchte Zone, was ich jedoch nicht sehe. Zum Agatha-Wald, was ich jedoch nicht sehe. Sind Leuchtepunkte. Wieder mehr Geld. Die ignorieren wir einfach mal gekonnt. Da ist eine Art Riss. Hm, fahrt ihr mal das Gesicht von der Statue rein. Sie hat den gleichen leeren Ausdruck drauf wie du. Hihi. Restauration bringt nichts. Zerschneiden kann ich sie auch nicht. Da ist ein Riss in der Wand. Und es kommt da eine schwache Brise raus. Es könnte sich losen, diese Wand einzureißen. Du hast alles gegeben, Ami. Glaubst du wirklich, dass dein Sturkopf diese Wand kaputt machen wird? nein. Wer bist du? Aua, aua, aua. Was geschieht hier? Ida von Dangang Express rutscht niemals aus. Ich bin gefallen und komme nicht mehr hoch. Das muss ein Fluch sein. Expressbote Ida. Ich habe keine Zeit, umzufallen. Die Leute warten auf ihre Post. Diese Monster müssen mir aus Spaß in den Fall gestellt haben. Verdammt nochmal, ich wüsste, ich hätte eine Reiseglücksbringer kaufen sollen. Hey Hündchen, das ist ein Reiseglücksbringer, den du da hast, oder? Gegeben Reiseglücksbringer. Oh ja, ich fühle mich so leicht. Mein Körper fühlt sich so leicht an. Wie eine Feder. Danke Hündchen, du hast mich gerettet. Kann ich drum hängen? Ich muss meinen Terminplan für die Lieferung einhalten. Jo, 10 Glück für einen Reiseglücksbringer, also. In solchen Fällen immer gucken, wo der Verrückte lang rennt. Ja, du mich auch. Hier leuchtet tatsächlich was. Gucken wir mal, was finden wir hier. Verstreute Perle. Finde alle verstreuten Perlen, da in deine besondere Belohnung. Jo. Schneiden wir noch Gras. Und noch ein Futtersack. Und noch ein Tor. So, und dich mache ich dann so kalt. Oh, da lebt doch was. Ach stimmt, wir sind in einem Tor, also spawnt das Zeug ja neu. So. So, wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Das Ding ist auch im Eimer. Wowie. Wir haben gerade neue Häuser aufgedeckt. Auch cool. Ich will schneiden. Warum kann ich nicht schneiden?
Oh, es wird wieder Tag. Oh, habe ich dich geschnitten, Entschuldigung. Das ist das Leben, Mann. Es ist toll, wieder meine Axt zu schwingen. Freund, siehst du den Ofen da? Er verschwand, als der Vogel ihn traf. Meine Werkstatt ist mein ganzer Stolz. Ich bin total happy, dass ich sie wieder habe. Eigentlich bin ich ein Künstler, mit der Natur auf einem ganz hohen Level kommunizieren kann. Kommuniziert, Mann. Ich kann es kaum erwarten, wieder ein paar Pötte anzufeuern. Mhm. Namenloser Mann Kill. Das ist ein großer alter Ofen zum Brennen von Töpferware. Schätze, irgendjemand arbeitet hier. Bestimmt einige nette Töpferwaren, die zum Brennofen machen. Oh. Hasen füttern. Grünfutter benutzen. Ja, manchmal würde ich das gerne abbrechen. Ah, mit der F1 kann ich skippen. Okay. Weil ganz ehrlich, wir kennen das Ganze ja schon. Mein Geldbeutel kostet noch ein bisschen mehr. Da ist noch ein Fragezeichen und da ist noch ein Fragezeichen. Perlen. Ja. Hanatal 1. Chinchofeld gibt es 6 Stück. Gut zu wissen. Ich nehme mal an, im Dorf gibt es noch welche und so weiter. Also gut. Ja, Schätze gibt es verdammt viele. Und von denen will ich mich erstmal nicht trennen. Auch wenn die Geld bringen, aber Geld brauche ich im Augenblick ja nicht. So, ich habe Hasen gefüttert. Mal wieder, aber habe dafür wohl nicht viel Erfahrung gekriegt. Jedenfalls schön zu sehen, wer die Möbel, glaube ich, mögen. Namenloser Mann, ja. Das ist eine große alte Ofen. Aber ich wette, man könnte bestimmt einige nette Töpferwaren in diesem Brennofen machen. Gut. Ich könnte wieder zum Händler gehen. Der nette Mann schafft hier schön. Geh mir aus dem Weg, ich komme. Ich habe einen Riesenhaufen Briefe auszuliefern. Okay, der rennt hier über die Shinsofelder. Wie gebissen. Das ist eine wichtige Statue, aber ich glaube, dass hier seit Jahren keine mehr weiß. Sie ist ganz schön schlechter Verfassung. Sie tut mir irgendwie leid. Warum lässt du nicht eine Opfergabe hier? Kann ich sie nicht einfach restaurieren? Nö, ich kann nur dahinter Pflanzen zum Blühen bringen. Oh! Fleisch! Ja, hier graben bringt mir noch nichts. Welcher Statue? Ja, aber was kann man hier opfern? Und vor allem, wie kann ich hier was opfern? So jedenfalls nicht. Ich bin übrigens auch mal gespannt, wann ich neue Waffen und solches Zeug kriege. Na, vielleicht habe ich Glück und hier im Dojo ist was. Erstmal ist hier wieder eins von diesen Dämonentoren. Hä? Was für ein protziges Schild. Ami, das hier ist ein Dojo. Hierher kommen Leute, um Schwerkampf und Kampfkunst zu lernen. Aber wer weiß, ob sie dich hier trainieren werden. Vielleicht, wenn du ein gutes Wölflein bist, dann bringt man dir ein oder zwei Tricks bei. Ja. Hallo, Schweinchen. Ich will erstmal zurück.
Ich will erstmal kurz gucken. Schwein. Schwein, Schwein, Schwein. Bin ich bei... Noch gar nichts, weil das Hausschweine sind. Okay. Hier, Samenpfeifer, den habe ich am meisten. Sie fressen aber wie Wildschweine. Ja, wenn die Tiere neu sind, dann lasse ich einfach mal die Szene durchlaufen, dass ihr euch daran erfreuen könnt, wie Tiere satt werden. Einfach mal für unsere Tierliebhaber hier. So, wieder Punkte. Und wir sollten jetzt was Neues in der Tierliste haben. Wow, sogar mit 27. Diese Haustiere essen am liebsten Samen. Ja, sehr schön. Mit dem Ding trainieren die Leute aus dem Dojo. Sieht aus, als wäre es schon seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden. Trainiert hier denn niemand? Ups. Oh, Essen. Gibt Geld. Wie aber werde ich den Blatthaufen los? Der sollte nämlich nicht so brennen. Ich finde es lustig, ich kann drauf rumlaufen. Dojo. Dieser runtergekommene Dojo wird von einem exzentrisch alten Mann geleitet. Naja, gucken wir erstmal rein und dann machen wir das Torblatt. Kann nämlich sein, dass wir erst das Torblatt machen müssen, dass der hier wieder Freude hat. Okay, gegen die Tür können wir nicht laufen. Was hast du zu sagen? Und was haben wir denn hier? Es sieht aus, als ob ich einen wunderbaren wölfischen Besucher hätte. Mein Name ist Onigiri-Sensei und das hier ist mein Dojo. Kämpfender Meister Onigiri-Sensei. Was für ein Anliegen könnte ein Wolf wie du in einem Dojo wie diesem haben? Bestimmt bist du nicht hier, um die Kunst des Kampfes auf das nächste zu studieren. Eine neue Kampftechnik lernen. Klar, immer. Haha, mir gefällt deine Einstellung. Mein petziger Freund, ich würde gerne meine Zeit damit verbringen, mit dir zu spielen, aber ich befürchte, hier ist es viel zu gefährlich für Kreaturen wie dich. Es sei denn natürlich, dass du die Trainingsgebühr bezahlen kannst. Fügt vierten Treffer zur normalen Spiegelangriffskombo hinzu. Drücke Shift, um geschickt dem Schaden auszuweichen. Huh? Erhöht die Angriffsrate für Perlenwaffen. Drücke F, um Feinde zu reizen und Dämonenzähne zu holen. Na, erstmal die neue Spiegeltechnik. Ich glaube mich, tritt ein Pferd, du hast das Geld, oder? Ich verstehe, ich schätze, ich habe keine Wahl, ich werde dir deinen Wunsch erfüllen und dir erlauben, diesem Dojo zu trainieren. Ah, oh. Der sollte mit diesem Problem mal zum Arzt gehen, glaube ich. Ja, seine Augenbrauen sind zum Schnurrbart geworden und sein Bart zu Haaren. Wow. Bist du mental darauf vorbereitet, dich der ultimativen Herausforderung zu stellen? Tritt ein und wir werden dich testen.